Your Booty, lass die Pobacken kreisen. Booty oder Ghetto Tech ist die neue Sound Explosion in Detroit. Was vor 5 Jahren in Miami begann, ist eine friedliche Fusion von Hip-Hop und Techno, bei der alle möglichen ethnischen und musikalischen Varianten mit im Spiel waren. Das Rezept? Mach ein Sandwich. Nimm ein Mädchen, ein Typ, ein Mädchen. Die Mädchen sind das Brötchen. Der Typ ist das Fleisch. Ganz egal, ob du schwarz oder weiß bist, jung oder alt, männlich oder weiblich, das burnt einfach und du lässt den Arsch wackeln. Es gibt schon absolute Booty-Kings. Godfather bediente bereits mit 13 die Decks und Techno-Spezialist Jeff Mills, auch Made in Detroit, lieferte ihm bevorzugt Material für sein Scratching. Damit wurde er zum Shooting-Star der Szene. Der Vater des Booty-Stars erinnert sich. Für die Musik hat er den Hockeyschläger in die Ecke gestellt. Ich war enttäuscht, denn er spielte gut. Aber heute gefällt den Jungs eben das besser. Beim Ghetto Tech kommt es vor allem darauf an, dass du echt schnell bist, total sauber und genau im Rhythmus. Die Platten lässt du eine halbe bis eine Minute lang laufen. Ich schaffe 80 Scheiben in 45 oder höchstens 60 Minuten. Manche Scheiben verkaufen sich in der Szene bis zu 3000 Mal. Der Ghetto Tech macht aus Vinyl wieder ein gefragtes Produkt. Für Archer Records lohnt sich der neue Sound. Hier werden monatlich 60.000 Platten gepresst, bis zu 100 verschiedene Titel. Besonders DJs fahnden ständig nach dem schwarzen Gold. Im Record Time werden sie fündig. Das ist House. Eine Platte mit House. Wenn du sie auf 45 Umdrehungen pro Minute spielst, also hochpitchst, wird daraus eine Ghetto-Tech-Scheibe. DJ Assault hat den Miami-Bass-Sound der 80er mit dem eher unterkühlten Szene-Elektro aus Detroit kombiniert und damit einen Domino-Effekt ausgelöst. Inzwischen macht er sogar bei Kabelsendern TV-Werbung. Hey, du hast was verloren. Da unten liegt's. Was? Das Päckchen da, da liegt dein Päckchen. Mein was? Dein Päckchen. Hey, was soll das? Das funktioniert immer. Die Spezialität von DJ Assault, seine Lyrics sind absolut bitchy und das ganz spontan. Als Junge war ich total schüchtern. Diese ganzen Anspielungen auf Nutten und Zuhälter, das fällt mir leicht, weil ich die Frauen durchschaue. Mit meiner Mutter verstand ich mich ganz gut und ich habe sie dauernd über Frauen ausgequetscht. Ist schon irgendwie abgefahren, dass ich heute darüber Witze mache. Jetzt wirft man mir natürlich vor, ich hätte keinen Respekt vor Frauen. Okay, ich gehe jetzt zur Bank. Das ist inzwischen meine zweite Beschäftigung. Geld zählen. Detroit hatte anscheinend die richtigen Vibes für den Techno und Anfang der 80er kam mit Juan Atkins und seine Band Cybertron der Stein ins Rollen. Booty-Experte Keith Tucker sieht eine direkte Verbindung. Viele erinnern sich vielleicht nicht mehr daran oder wollen es nicht wahrhaben, aber die Stücke von Cybertron, Bass Magnetic, I Need a Freak zum Beispiel oder was wir sonst so gemacht haben, wurden schon damals in den Striptease-Lokalen von Detroit gespielt. Diese Art Musik, eben alles was schnell ist, also 135 Beats per Minute und mehr, das legen sie in den schwarzen Clubs auf. Da können die Leute abhotten. Und der Ghetto Tech ist nur eine logische Konsequenz. Beim Hip-Hop-Publikum hat man damit einfach bessere Karten. Tyree Guyton, in der Heidelberg Street geboren, hat sich Anfang der 80er einfach vorgenommen, das ganze von Crack und Automobilkrise gezeichnete Viertel zur Pop-Art zu erklären. Auch eine Art von Problembewältigung. What's that? Let me see a video.
Meine Großeltern sind Anfang der 40er Jahre aus dem Süden hierher gekommen. Dann sind sie in dieses Haus dort gezogen. Das war 1947. Damals gab es in den Fabriken hier noch Arbeit. In den 80ern wird aus der Motor City allmählich Ghost Town, eine Geisterstadt. 88% der Bevölkerung sind Farbige. Und da die Bänder stillstehen, entwickelt eine ganze Generation junger Musiker, darunter Derrick May oder Kevin Sanderson, einen neuen Sound, den sie als Begegnung von George Clinton und Kraftwerk in einem feststeckenden Fahrstuhl definieren. Die Wurzeln des Techno. Let me tell you, let me go way back. Ich will dir mal was sagen. Als Derrick May und Mike Banks mit Techno anfingen, sind sie hierher gekommen. Sie hingen hier rum und sahen mir bei der Arbeit zu. Sie haben mich beobachtet, wie ich diese Häuser künstlerisch bearbeitete. '89 ging die alte Garde in Detroit zum Angriff über und die Hebammen des Techno von Jeff Mills bis Mike Banks trafen sich bei dem Kollektiv Underground Resistance. Heute sind Bands wie Scan 7 am Ruder. Sie treten nur maskiert auf, lehnen alle kommerziellen Auswüchse des Ghetto-Tech ab und wehren sich gegen die Vorurteile, die dem Underground anhaften. Zeigt eure Hände. Wir können beweisen, dass wir nicht alle schwarz sind. Die Schallplattenindustrie versucht, die Künstler auf ein Podest zu stellen. Das Publikum soll sich minderwertig fühlen, zu den Künstlern aufschauen. Aber die Musiker von Underground fühlen sich mit ihrem Publikum auf einer Ebene. Die Identität ist völlig unwichtig. Wenn du zu Hause eine CD anhörst, spielen die Gesichter keine Rolle. Wir maskieren uns, damit sich das Publikum auf die Musik konzentriert und nicht auf uns und wie wir aussehen. Die Techno-Band Detroit Grand Pubers hatte letztes Jahr mit ihrem Hit Sandwiches die internationalen Dancefloors elektrisiert. Und das lag mit Sicherheit daran, dass sie keine Berührungsängste mit dem Booty zeigen. Sie stehen zwar weiterhin zu ihren großen Vorbildern, lehnen aber neue Strömungen nicht ab. We can make sandwiches. You can be the bun, and I can be the burger girl. I know you wanna do it, but we can make sandwiches. I know you wanna do it. May, Derrick May. Derrick May. Warte mal, Derrick May. Ist das nicht dieser schwarze Typ? Ah, okay, klar. Derrick May. Ich mache nur Musik, um Frauen aufzureißen. Ich will, dass die Weiber an meine Hotelzimmertür hämmern und heulen. Ich will dich, Black Fu. Langsam verlässt der Booty die Ghettos. Die neuen Herzensbrecher wohnen in Ann Arbor, einer weißen Universitätsstadt 45 Minuten von Detroit entfernt, wo auch Iggy Pop geboren ist. Disco D ist 20, studiert Marketing und hat bereits sein eigenes Label. Die Streetwear-Edelmarken und MTV liegen ihm zu Füßen und der Booty hat ein neues Idol. Alles reduziert sich auf den Arsch. Du kannst ihn anschauen, draufhauen, anpacken. Das ist einfach das beste Körperteil. Und die Texte? Der Beat kommt von alleine und für die Texte, naja, da brauche ich bloß eine Weile mit meinen Kumpels rumhängen, Spaß haben, dann läuft das auch. Samstagabends werden in Detroit die Bürgersteige hochgeklappt, denn die ganze Techno-Szene ist sowieso in der St. Andrews Hall versammelt, dem Club, wo Godfather auflegt. Schon vor 20 Jahren standen hier die Stooges oder MC5 auf der Bühne. Inzwischen bringt der Booty die 2000 Clubber zum Smashen. Vor 2 Jahren war ich noch ein Rave-Kid. Aber heute nicht mehr, die Zeiten sind vorbei. Yeah.
Für mich ist Schlampe kein Schimpfwort. Ich sehe das als Kompliment. Aber wenn du dir hier alles gefallen lässt, betrachten sie deinen Hintern als Schuhladen, wenn du weißt, was ich meine. Aber die Typen können mich mal. Ich bin nur wegen der Musik hier. Die Texte interessieren mich nicht. Es würde mir nie einfallen, die schwarzen Girls blöd anzumachen. Ich finde sie einfach genial. Ich liebe meine Sisters. Aber die Weißen, also ehrlich, die machen einfach alles.